Herzlich willkommen zum besten Format auf YouTube. What's going on here? Moment mal. Was? Dieses Format geht los und diese Zuschauer werden angebrüllt. Ah, darauf stehen die doch. What's going on here? Wir wollen heute mal so eine rapide Folge machen, liebe Freunde. Ja. Let's go. Diese Jungs! Ah, diese Jungs! Oh, was geht da? Wo ist dieser Stock? Oh, diese Liesetür ist ja offen hier. Alter, die hören oh sogar Gott. Unsere, also nicht der unter uns. Oh, über uns wohnt ja kein... Wie soll ich damit klarkommen? Alter, jetzt fliegen wir hier raus. Mann! Es gibt doch so ein Fabelwesen, was die auch so eine Gesichtsform nee. Hat. Doch. Dich? Minecraft. Oh nein. Schaust du wieder Minecraft-Let's Plays? Hä, ja? Du etwa nicht? Nein, ich bin doch nicht scheiße. Und das funktioniert natürlich auch in Realität, nicht wahr, Genghis? Hey, was bist du? Tja, anscheinend bist du doch scheiße. Richtig scheiße. Jetzt brauchen wir nur noch so einen sinnlosen Dialog, damit der Zuschauer wieder ruhiger wird und sich dann noch mehr erschreckt. So, aber schauen wir jetzt erstmal, liebe Freunde, wer denn hier so mit am Tisch sitzt. Simon, gerade noch einen veganen Energy Drink getrunken, erhofft sich dieser Herr eine Hammer-Performance. André, mit seinem treuen Gefährten Simon kann dieses Battle nicht schief gehen. Felix, in der Deutschklausur eine 5+ erhalten, ist dieser junge Mann nicht gerade motiviert. Genghis, diese Gestalt kann Realität mit der World of Warcraft nicht mehr auseinanderhalten. Oh mein Gott. Oh. Alter, niemand! Oh mein Gott! Oh nein, das Wasser läuft aus! Alter, diese Nachbarn, die rasten aus! Aber liebe Freunde, wir haben natürlich für Ersatz gesorgt und haben jetzt eine neue Gießkanne. Oh. Ja. Diese komische Gestalt hat noch keinen Namen, deswegen Namensvorschläge bitte in die Kommentare. Der Edding ist schon bereit, aber wir schreiben natürlich noch nichts. Erst müsst ihr den Namen entscheiden. Genau. Hurensohni. Justus. Justus. Das wäre killer, wenn man die Justus nennt. Okay, schreibt bitte Justus rein, liebe Freunde. Liebe Freunde, jetzt wirklich Community-Aktion. Ihr wollt es auch. Justus Bumm, unser momentanes Mobbing-Opfer, einfach ein... Und natürlich alles aus Spaß und Freundschaft gemeint, aber wäre Justus nicht ein guter Name hierfür? Wenn ja, schreibt einfach mal Justus badabum, badabing, badabing in die Justus. Kommentare. Unser Album ist jetzt draußen. Dieses wunderschöne Stück, liebe Freunde, ist jetzt erhältlich. Man kann komplett reinhören, schaut wie edel diese CD ist. Halt mal ran. Genau. Wir sind gerade in der Chartwoche, deswegen würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns unterstützen würdet. Hört mal rein. Es ist jetzt alles anhörbar und wir sind jetzt auch auf Tour. Erster Termin, der erste Block ist Hamburg, Berlin, Nürnberg. Ich glaube, Berlin ist aber schon ausverkauft. Müsst ihr mal schauen, Jan blendet nochmal hier die Daten ein. Schaut vorbei, wenn ihr da in der Nähe seid und dann sehen wir uns wieder. Ich dachte, wir gehen heute mal zusammen raus und schauen mal, ob wir unser Album im Laden finden. Es steht ja auch nicht alle Tage irgendwie ein Produkt von einem da drin, deswegen wollte ich mal schauen, ob das da ist. Ich kann es mir irgendwie gar nicht vorstellen. Klo, kleiner Wechsel. Ja, dann los. Dann beginnen wir gleich. Jo, da ist es. Da war? Ja, liebe Freunde, das geht ja so nicht. Wir das sind muss auf Augenhöhe. Ja, das ist hier Marketing, das muss alles auf Augenhöhe. Ich denke, so wäre besser. Ist 1 und 5 hier? Keine Ahnung. Hey! Hallo, liebe Freunde! Einer geht noch, ist ihr Lebensmotto. Drum lässt sie. 1000 Liter Sperma. Das oder mehr hat. Ah!
Dschungel hat seinen fetten Tigersch*** zurück. Die N***ersch***. Los, in 3, 2, 1. Fein lässt er sich f***en. Wir machen jetzt die Floor Running Challenge. Und Film macht immer. Das waren 100 Zimmer oder so. Oh, Scheiße. Liebe Freunde, ihr seht, wir sind hier extrem bewaffnet worden. Und zwar haben wir am Video da etliche neue Eduards und irgendwelche Abwandlungen geschenkt bekommen. Aber wir müssen uns natürlich entscheiden. Wir können nicht alle nehmen, das ist ja klar. Alter, nicht hier zeigen, Alter. Tadde und Adi haben schon ihren Favoriten mit einem Namen versehen. Mr. Opfer? Würdest du den von der Bettkante stoßen? Der unser Favorit ist dieser hier. Ja, das den ist finden wir echt geil. Sehr innovativ. Wir können natürlich nur 2 Stück behalten, deswegen machen wir jetzt eine Miste und gucken, welche dem Tode geweiht sind. It's time to die. Eine Miste, es kommt in der Kiste. Eine Mette und du bist weg. Guck mal, liebe Freunde, der Witz des Jahrtausends. Opf, opf, wer ist da? Jetzt noch ein merkwürdiges Geräusch für euch. Heute wollte ich euch mal, weil das viele gefragt haben, ey, was ist los mit dir? Du hast noch gar nichts erzählt zu deinen Tattoos. Ja, ich habe mich in der letzten Zeit sehr doll zugehackt und wollte euch mal zeigen, was ich hier so überhaupt angestellt habe. Der hier. Der erinnert mich am meisten an Genghis, der obere mit den Kopfhörern. Der in der Mitte, finde ich, ist am meisten Jan. Diese Geste, dieses Mund zu halten und zu dumm gucken, ich finde, das passt zum Jan. Und dann bleibt eigentlich nur noch der dritte am Handgelenk. Das wäre dann ich, glaube ich, liebe Freunde. Wir haben blau und schlau gedrückt. Die Mikrophobie ist die Angst vor winzigen Dingen. Wie eure Penisse. Und jetzt kommen wir zum Highlight der heutigen Serie. Sex 301. Oh, was sagt uns das? Was sagt uns das? In Stuttgart haben die Leute 301 Mal im Jahr Sex. Das wäre dann ungefähr 80% des Jahres. Ist das so? Es ist wieder mitten in der Nacht hier. Mitten in der Nacht. Willkommen. Nachbarn werden wieder geärgert. Zum besten Format auf YouTube, liebe Freunde. Willkommen zum allerbesten Format. Hier auf dem besten Kanal auf YouTube, liebe Freunde. So, wir haben jetzt erstmal unsere Buttons. Wir müssen natürlich gucken, ob die auch funktionieren, oder? Ja. Ich guck einfach mal. Oh. Hört sich doch gut an, oder? What's going on here? Wunderschöne Album hier. Ist gechartet, liebe Freunde. Auf Platz 3 in Deutschland. Krass, krass, krass. Und was noch geiler ist, auf Platz 2 in Österreich. Schweiz sind wir auf 21. Scheiße, ja. So, schauen wir mal, was die Woche so ging, liebe Freunde. Wir waren, wann waren wir denn da, Alter? Donnerstag waren wir in Hamburg. Dann waren wir Samstag in Berlin. Und Sonntag waren wir dann in Nürnberg. Klingt das auch? Ja, ich glaube, in den Franken, da holen wir uns die Mettbrötchen. Wie auf! Klappt oder so? Wie, Alter, mach doch mal weg! Bis dann, liebe Freunde! Und ich verabschiede mich, liebe Freunde. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, euch hat die Story gefallen. Bis zum nächsten Mal! Ciao, liebe Freunde! Ciao!